Jetzt habe ich mich die ganze Zeit auf den Ausflug gefreut, aber jetzt bin ich doch ganz schön aufgeregt. Deine Freundinnen sind ja mit dabei. Dann habt ihr bestimmt ganz viel Spaß. Und es ist ja nur eine Übernachtung. Wir müssen jetzt los, Lina. Ja, okay. Jetzt sind alle da. Bitte bringt euer Gepäck zum Busfahrer. Er wird es einladen und dann fahren wir los. Mama, ich will, glaube ich, doch nicht mit. Keine Sorge, Lina. Für die anderen ist es doch auch der erste Schulausflug. Das wird gut werden. Bestimmt. Bitte gebt mir eure Taschen. Das war alles. Gut, dann fahren wir ab. Bitte alle einsteigen. Tschüss, Anna. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt ist sie weg. Wir werden gleich anhalten und aussteigen. Wir wandern dann den letzten Teil zur Hütte. Unser Busfahrer fährt zum Camp und lädt unser Gepäck dort ab. Hey Lukas, nicht drängeln! Oh, wo sind wir denn hier? Klaus, weißt du, wo es lang geht? Klar, hier entlang. Schaut mal, ein Teich. Meine Schuhe sind nass. Herr Pauli, ich habe ganz nasse Füße. Ja, John, wenn du halt auch ins Wasser stehst. Muss ich jetzt trotzdem wandern? Ja, natürlich, wir wandern alle. Auf geht's, alle mir hinterher. Frau Bader, da sind Pilze. Sind die giftig? Oh, mit Pilzen kenne ich mich gar nicht aus. Fass sie lieber mal nicht an. Herr Pauli, hier waren wir doch schon mal. Oh, ja. Wir sind im Kreis gelaufen. Oh, tatsächlich. Dann müssen wir wohl den anderen Weg nehmen. Oh, sowas. Wir sind da. Wir sind endlich da. Ja, zum Glück haben wir die Hütte doch noch gefunden. Ich hab so Hunger. Wir grillen hier gleich. Aber zuerst müssen wir unser Gepäck holen und aufs Zimmer bringen. Guten Tag, Frau Meier. So, wir sind nun doch auch angekommen. Wunderbar. Ich habe hier noch Zwetschgenkuchen für Sie. Lecker. Das ist euer Zimmer. Ich will hier oben schlafen. Und ich hier. Ich will ganz oben schlafen. Nein, ich. Ich will da schlafen. Nein, ich hab's als erster gesagt. Nein. Hey, hört mal auf zu streiten. Am besten, ihr schlaft beide da unten. Oder will einer von euch neben Lara unten schlafen? Nein, neben ein Mädchen will ich nicht schlafen. Okay, Lara darf hoch. Hui, das ist aber ganz schön hoch. Hoffentlich falle ich da nicht runter. Wir grillen jetzt draußen Fleisch und Würstchen. Kommt ihr? Fein. Ich hab schon so Hunger. Darf ich mir etwas zu trinken nehmen? Natürlich. Such dir was aus. Ich brauche jemand, der Feuerholz holt. Neben dem Haus soll es welches haben. Das muss das Feuerholz sein. Ja, jeder trägt was. Erst wenn wir eine schöne Glut haben, können wir das Grillgut drauflegen. Jetzt reicht's, Jungs. Nicht, dass wir nachher noch einen Arzt brauchen. Ihr dürft jetzt mal das Fleisch aus der Küche holen. Wart ihr auch auf dem Frühjahrsmarkt? Ja, da sind Lena und ich Autoscooter gefahren. Und ein Junge hat Lenas Papa voll umgebrezelt. Herr Pauli, wo ist denn hier das Klo? Das ist hinter der Hütte. Ah ja, das ist ja auch noch eine Dusche. Und hier ist das Klo.
Lukas, das Klopapier ist leer. Hat es da draußen noch welches? Ich schau mal. Ja, hier ist noch eine ganze Kiste voll. Ja, bitte. Danke. Bitte, Lena. Guten Appetit. Danke. Schmeckt gut. Hast gut gekriegt, Klaus. Ja, lecker. Ich ruhe mich mal jetzt etwas aus. Okay. Ach, schön. Ich könnte gerade einschlafen. Ich habe einen Frisbee dabei. Wollen wir spielen, Lena? Gute Idee. Vielleicht wollen die anderen auch mitspielen. Wollt ihr auch mit Frisbee spielen? Nö, keine Lust. Hab ihn! Lisa! Sidra! Herr Pauli ist jetzt aber schon lange weg. Ja, der schläft. Im Liegestuhl. Oh je! Hey, was ist denn los? Oh, wer war denn das? Ich helfe dir mal. Wart ihr das, Jungs? Und Strafe habt ihr heute Abend Küchendienst. So, kommt mal mit. Ihr wascht jetzt das Geschirr ab. Und erklärt nun irgendwie Frau Meier, dass kein Klopapier mehr da ist. Ja, gut. Und dann noch die Teller in den Schrank räumen. Am Feuer ist es noch richtig schön warm. Ja, aber jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Mensch, wer schnarcht denn da so? Ich weiß auch nicht. Kannst du auch nicht schlafen? Nein. Wenn das Herr Pauli ist, hätten wir ihn vielleicht besser eingepackt lassen. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier gleich weiterschauen. Hier gibt es jetzt weitere Videos von Familie Hauser.